Und dann bist du darauf gekommen, den großen Rächer zu spielen, wie in einem schlechten Drehbuch von Turbo. Du bist in der Nacht in die Halle geschlichen und hast den Scheinwerfer losgeschraubt. Der fleißige Turbo war noch auf und hat dich gehört. Und du hast ihn auch gehört und hast an seiner Tür herumprobiert. Ich weiß nicht, ob du mich umgebracht hättest, wenn sie offen gewesen wäre, aber nehmen wir ruhig an, du wolltest mir nur eine friedliche Nacht wünschen. Am nächsten Tag, in der Szene, hast du neben mir gestanden, an der Tür zum anderen Raum. Bevor das zweite Mal gedreht wurde, hast du dich unauffällig nach nebenan gedrückt. Keiner hat etwas gemerkt. Aber du konntest auch nicht merken, dass Reinhold aufstand und Serkow sich dafür auf seinen Thron setzte. Und als die Szene lief, hast du kurz und kräftig an dem Stromkabel gerissen, das drüben hing. Dann bist du schnell wieder durch die Tür gehuscht, neben mich hin. Und da hast du gesehen, dass du dich geirrt hattest, wie Serkow immer sagte. Muss das eine Freude gewesen sein. Aber das ist doch nicht möglich. So war das, Jules. Ich erinnere mich noch genau, dass ich mich vor Schreck an dir festhalten wollte, als das Ding herunterkam und dass ich in die Luft griff, weil du noch nicht wieder zurück warst. Tja, deinem Vater allerdings half der Irrtum nicht viel.